Im Vergleich zu den großen Klavierwerken, die zum Teil immer populär gewesen sind, waren die Lieder einfach nicht geeignet für Hausmusik. Bei Liszt ist das ein bisschen anders, so dass die zwar im Konzertsaal zu seinen Lebzeiten zum Teil sehr viel gespielt wurden, aber heimisch sind sie nicht geworden. Die Lieder sind eigentlich immer ein bisschen zu kurz gekommen und eine Zeit lang ganz vergessen worden. Und ich fand das immer sehr, sehr schade, weil er als Liedkomponist zwar unterschätzt ist, aber ein ganz bedeutender Mann ist, weil er in vielen Stilen schreibt und er ist ein Wegbereiter gewesen für die Zukunft. Es gibt große Komponisten wie Bartok zum Beispiel, die sagen, Liszt hat für die Zukunft der Musik wesentlich mehr getan als Wagner. Das Große, das Heil.